Ich kann klopfen. Oh Gott. Mega. Hallo meine Lieben. Wir waren eigentlich viel weiter oben den Menschen erwartet, aber Bibi ist auch so dermaßen klein. Neues Video. Hereinspaziert. Ja, ich bleib besser hier so, dann kann man besser so das besehen. Licht ist gut, ja. Okay. Ja, Leute, heute gibt's endlich unsere Haustour. Ich glaube, darauf haben wir euch. Ja, wie schön das YouTube-Video auch wieder leckt, Mann! Lassen, genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, komm, das Wetter ist heute schön, das Haus ist ausnahmsweise. Fick Chrome, ehrlich. Ich krieg wieder so Plack, wenn ich das sehe. Wir starten mal ins Video, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch behaupten. Genau, also wie gesagt, das ist unser kleiner Eingangsbereich. Wir haben jetzt nicht so einen riesengroßen Flur, sondern, ach übrigens, den Spiegel, den haben wir nachträglich auch noch einbauen lassen. Ich finde den so stimmt, geil. Stimmt, hier war einfach nichts und genau, das gibt echt nochmal so ein geiles Gefühl. Das, ne? Macht so diesen Raum irgendwie auch viel größer und cooler. Hier hat man eine schöne Bank. So, jetzt könnt ihr gerne einmal hier oben kommen. Ich habe Digga, die hat so viel Kohle, die Frau, das ist Wahnsinn. Die haben so viel Geld verdient, ne? Eine neue Sache, die ich erzählen kann. Und zwar seht ihr hier überall diese Einbauschränke hier und auch da. Wenn zeig doch mal, wie ordentlich du deine Schuhe da drin. Nee, das zeige ich mir einfach mal nicht. Okay. Ah, ja. Auf jeden Fall haben wir über 40 Meter Einbauschränke in diesem Haus. Und teilweise, also ich weiß nicht, natürlich, wenn man jetzt weiß, dass ein Einbauschränke sieht man das auch. Aber ach nee. Also, das feiere ich, glaube ich, mit am meisten an diesem Haus. So, ich glaube, die Ecke habt ihr auch schon aufgesehen. Warte, ich mach mal. Ja, sehr gut. Sollen wir mit dem Raum starten? Geil. Okay, starten wir mit der Toilette. Starten mit der Gästetoilette. Weißt du, was eigentlich schade ist? Hier läuft fast immer Musik, überall in den Decken. Ey, Real Talk, ich finde die Türen aber furchtbar, muss ich sagen. An sich ist die Bude safe geil, aber die Türen finde ich so kacke. Sind Lautsprecher verbaut, aber das können wir dank der lieben GEMA jetzt natürlich nicht präsentieren. Ja. GEMA hat da nichts mit zu tun, ihr wollt einfach nur das Video monetarisiert, würde ihr Affen, Alter. Gäste-WC mit Waschbecken. Warte, nicht so schnell, ich muss erst... WC. Mhm. Ja, wir filmen im Handy. Kamera ist kaputt. Das hier ist unser Freund, der steht immer hier und begrüßt unsere Gäste. Das ist ein ganz netter Typ. Ja. So, jetzt machen wir das wieder zu. Okay. Dann haben wir hier noch einen Flurbereich. Wie gesagt, hier der ist wahrscheinlich aus Echtsilber. Diese Einbauschränke, da können wir gleich nochmal langlaufen, weil da geht es runter, die Treppe. Generell ist das ganze Haus so sehr clean aufgebaut, würde ich sagen. Alle Etagen sind ungefähr gleich von der Gliederung und diesen Beton werdet ihr auch überall wiederfinden. Also der Architekt, der das gemacht hat, mochte Beton. Ja, werdet ihr gleich. Ja, muss ich sagen, finde ich aber nicht so schön. Beton, beziehungsweise musst du das Richtige draus machen. So Industrial Look. Oh, Beton. Ja, da ist der nächste Beton. Genau, dann kommen wir hier in unseren offenen Küche, Ess- und Wohnbereich. Warte, bam. Ja, so ist die Qualität halt echt für den Arsch, wenn ich so zurückzoome. Ja, ne? Aber einfach nur um einen kurzen Überblick. Ja, kurzer Überblick, ne? Habt ihr gesehen und ja, jetzt bam. Ist die Frage, was wir jetzt erstmal machen. Vielleicht drehst du dich einmal so und dann zeigen wir kurz die Küche. Wir könnten auch mit unserer Schrottschale beginnen. Oh ja. Habt ihr auch so einen Platz, wo einfach nur im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße drin ist? Mega das Licht. Ja? Mega. Ich sehe übrigens gerade, dass der Tisch nicht gerade unter der Lampe steht. Das werden wir gleich... Hätte niemand gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, also das ist ich hätte es gesehen. Ich wollte unbedingt einen riesengroßen Esstisch haben. Wir stehen jetzt 8 Stühle, wir haben aber... Du wolltest scheinbar auch einfach unbedingt ein riesengroßes Haus haben, Bibi. ...zwei Ersatzstühle. Und wenn die ganze Family dann zusammenkommt, dann passen auch hier 10 Leute dran. Und das finde ich einfach mega schön. Ich liebe es, wenn viele Leute zu Besuch sind, auch wenn das jetzt gerade leider nicht möglich ist, aus aktuellen Gründen. Und dann haben wir jetzt hier aktuell noch dieses Laufstellchen. Eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr unbedingt. Wir haben das damals hier hergestellt, als der Leo angefangen hat zu krabbeln und sich überall hochzuziehen, dass wir halt einen Platz haben, wo er sich nicht verletzen kann und wo er spielen kann. Kind 2 hat ja bald auch Lust damit zu spielen. Ich krabbel auch überall rum und ziehe mich an den Leuten hoch. Ja, also ich denke mal, das wird noch so ein gutes Jahr hier stehen und dann kommt das auch wieder weg. Nice. Ne? Deutsche Kinderklasse. Ja, das Bild kennt ihr ja auch. Die Meinungen spalten sich. Ja. Wir haben jetzt Klimaanlagen anbauen lassen, weil es hier im Sommer letzten Jahres so heiß war, dass man es kaum ausgehalten hat. Darum sind wir jetzt ausgestattet mit Klimaanlagen. Es kann jetzt heiß werden. Generell, was das Thema Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, weil entweder finden wir noch nicht das Richtige, wir stehen da eher so auf was Außergewöhnlicheres und nicht so auf so... Posterbilder, sag ich jetzt mal. Und was ganz, die ganzen persönlichen Fotos und Bilder angeht, haben wir uns ein bisschen zurückgehalten wegen den Videos und ja. Privatsphäre, pipapo, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich finde, das ist kein Argument, so ganz ehrlich. Ich meine, ihr könnt euch doch einen Raum nehmen. Ihr habt ja hier noch. Ich habe die Videos gesehen.
Bam. Ja, das ist übrigens ein Dampfgarer. Na klar. Das ist eine Kaffeemaschine. Und hier unten, das ist auch geil, ich muss noch zeigen. Ach ja, und hier sind noch so Tellerwärmer unten drunter, das ist auch richtig cool. Sonst auch wieder komplett eingebaut, Einbauschränke. Tellerwärmer. Ich wusste gar nicht, dass es Tellerwärmer gibt, Alter. Hier in der Küche. Und hier ist sehr viel Stauraum. Wie man sieht, du klingst Dojo gerade wie die deutsche Neidgesellschaft. Ganz ehrlich, wenn ich ständig neiden würde, bei meinem Freundeskreis hätte ich schon längst Selbstmord begangen. Das ist kompletter Quatsch. Ich neide hier auf niemanden. Ich gönne dir das komplett. Ich mache nur ein paar Jokes hier rum. Ich mache ein paar Schnacks so. Ein langer, schmaler Raum. Alter, der Chubba-Chubs, das fühle ich aber. Küchenschränke haben, wir haben ein Waschbecken, wir haben hier nochmal eine zweite Spülmaschine, die sehr praktisch ist, wenn man zu viel hat. Die wird auch wirklich sehr oft benutzt, muss man sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber wenn... Digga, das sag ich euch, wie es ist. Spülmaschine ist Muss, Alter. Keine Spülmaschine ist Schmutz. Wir nutzen diesen Raum sehr oft eigentlich. Das hier ist unsere wunderschöne Bierzapfanlage. Hier unten drunter kann man dann das Fass kühlen. Ist das krank, ey. Nur leider trinken ich kein Bier, deswegen kommt ihr nicht so oft. Doch, auf Familienfeiern oder so haben wir ab und zu mal ein Festchen da. Die haben einfach eine Bierzapfanlage. Und die benutzen das nicht mal. So. Und das ist unsere... Die ist hier nicht eingebaut. Die steht Kaffee? Da. Nee. Das ist unsere Sprudel. Ach so, so Soda-Stream-mäßig. Den wollte ich dann unbedingt behalten, den haben wir im Kiosk gekauft, ne? Wir haben immer einen ganzen Kiosk lang gekauft, daher haben wir den. Ja, natürlich. Ja, und hier sind dann auch mit Zigaretten und so. Dann nochmal rechts und links ganz viele Einbauschränke. Hier haben wir alles Mögliche gelagert. Ich mache diese Schränke jetzt nicht auf. Und hier haben wir noch einen Backofen. Vielleicht also wir kommen nur zur Info, wir kommen aus diesem Raum hier gerade. Ja, das. Ey, aber da muss... Guck mal, da ist es wieder so, das Backofen, Dampfgarer und alles. Nicht so auf einer Corner ist, finde ich auch schon wieder kacke, weil du die ganze Zeit rumrennen musst wie so ein Weltmeister, weißt du? Unser Wohnzimmer mit einer großen Couch. Ich würde sagen, die Couch ist sehr klassisch. Ich wollte unbedingt so eine haben und ich liebe die über alles. Den Stoff, den haben wir übrigens auch öfter hier im Haus benutzt. Ne? Ui, schön. Aber wenn es jetzt voll gegen das Licht ist, muss ich einmal aus der Seite filmen. Da sieht nämlich auch sehr schön aus, so. Die Bibi oder das Sofa? Bam! Alter, was ist das denn hinten noch? Ach du liebe Zeit. Und unser Freund Leo reißt einfach aus diesen schönen Büchern immer diese. Nein! Seite, das ist sehr stutzig. Das ist echt scheiße. Die Drecksau. Dann haben wir hier auf dieser Seite in der Wand eingearbeitet, so eine Kuhle, wo der Fernseher reinpasst. Ja, und jetzt kommen wir hier mal zu der Ecke, wo Julian gerade stand. Und zwar haben wir hier wieder. Ja, nicht wirklich ein Einbauschrank, aber hier so ein ganz langes Schrankelement. Hier haben wir wieder unseren Mittelfinger-Zwergfreund. Und Julians Raupen sehe ich gerade. Der ist aus Obsidian. Hier, ne? Das sind Leos und meine Raupen. Ja. Raupen? Julian und Leo haben Raupen aufgezogen. Und die Ach so! Diese Viecher sind da drin! Ja, und das ist richtig cool, weil der Leo kommt jeden Morgen dahin und guckt, ob schon ein Schmetterling geschlüpft ist. Warum hält man sich Raupen? Wir können auch in den Garten wandern und vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben überall diese mega großen Fenster bis unter die Decke. Ja, nicht zu übersehen. Mega einfach öffnen. Nee, die lassen sich halt auch so komplett in beide Seiten aufmachen. Und dann hat man... Er schleift doch irgendwas. ...einen riesengroßen offenen Raum. Das ist echt sehr, sehr schön, auch wenn das gerade gar nicht zur Geltung kommt. Das ist krass. Dann kommen wir hier auf unsere Terrassenfläche und unseren Außenbereich. Einmal diese Seite, da haben wir alles so lounge-mäßig gemacht. Hier halten wir uns eigentlich auch am meisten. Boah, da muss man, hängt mal zu Besuch kommen, mal schön die Flöte da auf den Tisch packen und dann jalla jalla. Bäume in dieser Alu-Verkleidung. Ich finde dieses Metall, also... Das wirkt alles sehr, sehr kalt mit diesem Metallding, ne? Oder? Ja. Also wir haben jetzt nicht viel Blumen oder sowas hier im Garten, sondern eigentlich ist das unsere Blümchen, ne? Genau. Ja. Was eigentlich richtig schön ist, wenn es dunkel ist, die sind alle einzeln beleuchtet, dann leuchtet jeder Baum. Okay, das ist krank wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich geil dann. Das hier ist quasi unsere Hauptterrasse mit Garten. Und jetzt können wir einmal komplett ums Haus laufen. Ja. Übrigens, hier in die Ecke auf den Rasen kommt bald ein so kleiner Spielplatz für den Liebe. Den haben wir jetzt gerade bestellt und der müsste in ein paar Tagen ankommen. Na Mensch. Genau. Und jetzt können wir hier rumgehen. Und da kommt unser zweiter Bereich. Den Basketballkorb haben wir da hingestellt und hier haben wir auch vor allem letzten Sommer so viel gespielt draußen. Am Anfang haben wir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir nur hier vorne diesen Rasen- und Gartenbereich haben. Aber das ist
einfach wirklich super praktisch für die Kinder. Der Leo kann hier toben, spielen, mit seinen Autos rumfahren. So, dann können wir auf jeden Fall einmal hier komplett dran vorbeilaufen. Alter Schwede, ey. Dann haben wir hier diese komplette Front. Sag mal, wie alt ist Bibi eigentlich? Wie alt ist die? Ach ja, die ist Bianca Klaasen. 27. Eingangstür, wo wir eben gestartet haben. Das Kind wird so abgehoben. Ja, es ist halt... Ich weiß nicht, ob das Kind so viele Freunde haben wird, weil, keine Ahnung, das ist ja jetzt schon, das führt ja jetzt schon so ein prominentes Leben, dadurch, dass es auch gezeigt wurde, etc. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ich persönlich, ich kann es aus meiner Perspektive sagen, wenn ich jetzt in mich in Kreisen bewegen würde, wie beispielsweise eine Bibi oder ein Julian oder jeder andere Social Media Millionär, dann, ich würde mich hüten davor, irgendwie meine Kinder zu zeigen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal meine Frau zeigen. Das ist halt, ey, I don't know. Ich bin komplett einmal ums Haus rumgelaufen und hier sitzen wir auch. Das Kind wird halt Freunde aus anderen Kreisen haben, ja. Der letzte Bereich am Tag, wo wir noch Sonne haben. Also die wandert quasi einmal so rum. Und Lee und Emily haben sogar ihre eigene kleine Bank. Sollen wir jetzt? Oh, Mensch. Ach so, zur Garage? Dann kommen wir hier die paar Treppenstufen hoch und sind dann vor unserer Garage. Das ist eine Doppelgarage. Aktuell steht hier ein Auto drin. Wir kriegen in einer. Stimmt Garage. Doch gar nicht. Ja, stimmt. Zwei Autos. Jawohl. Das stimmt. Wir kriegen auch. Können wir wieder putzen? Sieht aus wie Arsch hier. Ist alles zugestaubt. Huch. Aber tatsächlich in ein paar Tagen ein zweites Auto dazu, was einfach ein bisschen familienfreundlicher und größer und praktischer ist mit zwei Kindern. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit Leos Ferrari regeln, ne? Mit Leos Ferrari. Das ist so gut. Mega. Boah, das hat richtig gut geklappt. Okay. So, wir haben euch jetzt eigentlich alles hier unten gezeigt. Und gehen wir als erstes hoch, ne? Ja. Kindersicherung, sehr wichtig. Ja, irre. So, hier ist der Flur aus unserer ersten Etage. Und wie ihr seht, Alter. Genau wie unten, sogar an der exakt gleichen Stelle, haben wir wieder ganz viele Einbauschränke. Aber wer hat denn so viele Klamotten, dass ihr da alles, dass ihr das auffüllen könnt? Das ist ja Wahnsinn. Einbauschränke, das ist der schönste Schrank aus dem ganzen Haus. Komplettes Catering für Karl, sagt ihr? Geil! Mega. Ach du Scheiße, was für ein Produktwert da liegt, ey. Kinderbadezimmer. Och! Das ist so das Kinderbadezimmer! Ach du liebe Zeit. Was ist das für ein Rüssel da vorne? Was ist das denn hier? Eine Extradüse. Jetzt die Vorhänge einfach mal zugezogen. Das ist das Badezimmer. Im Moment noch nicht so Jolle in Gebrauch. Da der Liebe sich natürlich jetzt noch nicht selber fertig macht. Und na klar. Wir das dann alles bei uns im großen Badezimmer. Ja, rasieren und alles. Macht er noch nicht, der Leo. Das kommt noch. Bada bing, bada bang. Ja. Super. Dusche. Alles fertig. Alles klar. Badewanne, Dusche, Waschbecken, Klo. Da sind wir aber froh. Ja, allerdings. Und dann kommen wir hier. Zack, kann man hier so rumgehen. Ja, und warte, dann hier ist so. Der zweite Flurbereich. Hier sind jetzt die beiden Kinderzimmer. Mhm. Dazu haben wir auch jeweils eine eigene Roomtour gedreht. Die kann ich euch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Weil aber die pennen gerade. Lol. Und dann ist das quasi der Elternbereich. Aha. Der Elternbereich, Freunde. Mhm. Das haben wir ganz, ganz neu eingerichtet. So ist das Licht, glaube ich, besser. Ja, voll. Oh. Schön finde ich es jetzt nicht. Schön finde ich es nicht. Genau, also ich weiß gar nicht, was ich detailliert jetzt dazu sagen soll. Du kannst ja einfach mal so ein bisschen alles zeigen. Sieht alles ein bisschen, also das Bett ist cute, aber es ist ja sehr kalt, so wirkt ein bisschen lieblos. Wirkt, keine Ahnung, wie die Spielstation auf der im Kinderkrankenhaus, Alter. Ja, so es wird zu unbunt das so. Das finde ich auch sehr süß. Ja, das Zelt, er hat sein Bällebad. Und ach so, geil. Man auch immer, wenn man irgendwas sucht, muss man eigentlich immer nur in diesen Bettkasten gucken. Eine Flasche Bier zum Beispiel. Da versteckt er gerne Dinge. Kondome, Heroin. Dass die Kinderzimmer halt genau gegenüber sind. Dann kommen wir nämlich jetzt hier in Emilys Kinderzimmer. Wahrscheinlich jetzt da kann Leo direkt die Freunde von der Emily direkt verprügeln, Alter. Und auf der anderen Seite haben wir das Babybettchen, wo der Leo, wie gesagt, aktuell noch seinen Nachtschlaf drin macht. Und klar. Wandert er bald drüber. Peinlich, Digga. Leo, der Typ muss einfach in dem Mädchenzimmer schlafen. Was ein Loser, Bro. Wenn ihr mehr zu den Kinderzimmern wissen wollt, ganz detailliert, haben wir auch mal die Schränke geöffnet und so, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne die eigenen Zimmertouren mal angucken. Ist in der Infobox alles verlinkt. Dann können wir jetzt hier weitergehen.
Und das ist jetzt, wie gesagt, unser Bereich, ne? Oh. Ihr wisst, was da passiert ist, Freunde, in unserem Bereich. Erstmal unseren Ankleidebereich. Na klar. Wenn man nach links guckt, sieht man unser Schlafzimmer. Oh. Und wenn man sich nach rechts dreht, ist das unser Badezimmer. Na klar. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Man kann die Zimmer auch jeweils nochmal mit einer Schiebetür zumachen, aber sonst hat man einfach nur so ein... Ich sag mal, wenn man so viel Geld bezahlt, kann man mal warten, dass es geil gemacht ist, ne? Ich sag mal so, ich würde es da aushalten. Plus eins. Hier haben wir dann auch wieder auf. Ah, schon eine krasse Bude, Alter, kann man nicht sagen. Über dem Haus wieder so eine coole Bank. Und dann kann man hier auf die andere Seite gehen. Ich komme jetzt einfach mal ganz frech von der anderen Seite, dann ist das Licht auch ein bisschen besser. Man kann hier nämlich auch. Ist das ein Neubau? Ich sag mal, denkmalgeschützt sieht das nicht unbedingt aus. Einmal rumgeht von der anderen Seite. Genau, hier haben wir auf beiden Seiten Schränke. Das ist Julians kleiner Schrank. Julian! Hier nutzen wir aktuell hauptsächlich für Schuhe. Dann können wir ins Schlafzimmer wandern. Sehr oder? Gerne. Jetzt wahrscheinlich wieder gegen das Licht gefilmt. Leute, wir sind absolute Roomtour-Profis. Mhm. Ein schöner, gemütlicher Raum, wie ich finde. Und hier findet ihr nämlich den gleichen Stoff wieder wie die Couch. Vorhin wollten sie noch die Fenster verdecken, jetzt so. Ach, auch egal. Also die Fensterfronten im Schlafzimmer sind ja richtig geil. Ja, das ist unser Bett. Damals auch so halb anfertigen oder ändern lassen. Digga, sieht aus, als wenn er der Maharaja pennt, Digga. Guck dir das mal an. Wenn ein Sultan schläft, Junge. Sieht aus wie bei mir in der Shisha-Bar. Da in der Shisha, wo? Wo? Ich sehe da keine. Schöner, gemütlicher Raum, wie ich. Achso, da drin, ja, okay. Ja, da war eine Schmücker, ja, sehe ich. Maschallah, das Bett hat locker 10.000 gekostet. Wenn das mal reicht. Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, so ein riesengroßes Kopfteil zu haben. Und den Traum, den haben wir uns jetzt hier ermöglicht. Und ich finde, das macht einfach was ganz Gemütliches. Und dann braucht man halt auch keine Bilder hier über dem Bett oder so, sondern für mich ist das Deko-Element genug. Auch, dass hier diese Nachtkommoden auch mit diesem Stoff überzogen sind. Ja, dass das alles so ein einheitliches Bild ergibt. Übrigens haben wir nur noch einen Nachttisch hier, eine Nachttischlampe, weil der Leo die andere kaputt gemacht hat. Hat die einfach Mann! Runtergeworfen. Und hier Leo zerreißt die Dior-Hefte, Leo reißt die Lampen runter, was kommt als nächstes? Hier hat sich der Julian auch einen kleinen Traum ermöglicht. Er hat es, glaube ich, irgendwo bei einer Roomtour. Ich glaube bei Z. Ja, und wir hatten das auch Haus. Mal in Amerika in ein paar Hotelzimmern und zwar. Du hast die falsche Seite gedrückt. Elektrische Vorhänge, die halt per Knopfdruck auf und zu fahren. Das finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, die sind halt komplett abdunkelnd, ne? Ja. Die haben wir in den Kinderzimmern übrigens auch. Also vielleicht habt ihr da auch eben Vorhänge. Ja, hier haben wir noch den Fernseher. Digga, es sieht aus wie so ein Theatervorhang. Ich sag mal, nach 21 Uhr heißt das für Jürgen dann Manege frei, ne? Dann geht die Post ab. Hier haben wir eine freistehende Badewanne. Auch edel. Du hast übrigens vergessen, die Toilette zu zeigen. Ach so, ja. Sag mal, das scheiß aus. Alter, das ist ja wie ein Knast. Ja, da wollen wir ein schönes Bild reinhängen, irgendwie. Gut. Da kann man dann auch ab und zu mal... Schön Lieder Picasso, oder? ...auf den Sack gehen. Nee, dann haben wir hier auf der Seite unser Doppel... Okay, Ansage. Na klar. Übrigens fällt mir gerade auf, ich filme die ganze Zeit immer dich und dadurch sieht man diese ganzen schönen Deckenbeleuchtungen gar nicht. Die Mann! Die sind überall im Haus 3 Meter hoch und die Bibi ist 1,50 Meter. Das heißt, wir haben zwei Bibis. Digga, du könntest sie da zweimal reinstellen, das ist ja Wahnsinn. Bibis aufeinander und darum seht ihr nie die Decken, okay? So, dann gehen wir weiter. Dann machen wir die Tür wieder auf und gehen wieder in den Flur zurück, denn wir haben noch eine. Kaspar Mandalas für die malen. Ey, ich würde die machen. Das heißt, wir wandern nochmal hoch und danach geht's in den Keller. Baby-Gitterschutz. Ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, auch wenn das, ich sag mal, gestalterisch ist es immer das Schlauste, zum Minimalismus zu gehen, aber ich find's persönlich, find ich das ein bisschen kühl eingerichtet, die ganze Bude. Da ist mir zu wenig grün, die haben da irgendwie kaum Pflanzen oder sowas. Also wenn ich eine eigene Bude hätte, dann würde ich mir die Wand zukleistern mit irgendwelchen geilen Pflanzen. Die dann sowieso nach einem Monat verrecken, aber naja, hilft auch nichts. Wobei, ich werde sowieso Sabine einfliegen, wenn ich meine Bude mache.
Die haben so viel Cash, die sollen eine Mooswand oder sowas gönnen. Oh ja, safe, safe. Digga, Mooswände sind auch geil. Ja, eine Mooswand wäre Killer, safe. Man kann halten, was man will von Bibi, aber sei ihr gegönnt. Digga, grundsätzlich sei ihr gegönnt. Ohne Scheiß, sie hat das ganze YouTube-Game halt auf ihre Weise durchgespielt. Ist einfach so. Die hat ja auch gehustelt, gewisserweise. So, und da, das hängt nicht nur alles mit YouTube-Videos zusammen. Die hat ja auch so viel Collabs gemacht, etc. pp. Und hat sich halt einen Arsch voll Geld verdient. Und ich bin auch so, was diese ganze Bilou-Sache angeht. Ey, ich kann es voll verstehen, wenn man sich als YouTuber noch nebenbei was aufbaut, weißt du? Weil, Digga, umso mehr Cash, umso mehr Sicherheiten. Real Talk. Und das ist unser Fitnessstudio. Na Mensch. Auch wieder mit diesen großen Fensterfronten. Wollen wir euch eigentlich gerade von der Dachterrasse erzählen? Achso, sorry. Aber das machen wir dann gleich. Genau. Wozu brauchen die hier die, weiß ich nicht, was ist das hier unten? Wie viel, also was ist das für eine Größe? Was war das höchste bei so Handdingern? 30 Kilo? Das ist unser Fitnessraum, da hat der Kenny, Freund und Personal Trainer, uns geholfen, das Ganze ein bisschen einzurichten. Weißt du, der Trainer, die feine Dame, Digga, das Ding ist doch richtig geil. Da kannst du alle möglichen Scheiß machen. Das ist irre. Hier haben wir einmal so ein riesengroßes Gerät, wo man alles Mögliche an Übungen machen kann. Das nutzt hauptsächlich der Julian. Julian! Was nutzt Kommt hauptsächlich die Bianca? Null. 30 Kilo, ja. Genau, achso, mit der Seite sind wir absolut noch nicht zufrieden. Ja. Das ist echt noch ja, so ein offenes Projekt. Wir würden das gerne rausreißen und dann, ich denke mal, ein so ein Schrankelement würde vollkommen ausreichen, um diese ganzen Kleinigkeiten drin zu verstauen. Und dann würden wir gerne hier so einen offenen Glaskühlschrank, so einen Getränkekühlschrank, wie man das so aus dem Kiosk oder so kennt, hinbauen. Dann vielleicht irgendwie so eine kleine Sitzbank noch hin. Oder ich kam gestern spontan auf die Idee, vielleicht für die Kinder hier so eine Sprossenwand oder irgendwie sowas hinzumachen. Was ist denn eine Sprossenwand? Mann, Julian, bist du doof oder was? So eine Wand mit so Holzstangen dran. Klettern? Ah, okay. Mann! Die hier hochzubekommen, das war eine Meisterleistung. Genau, und jetzt können wir raus auf unsere Dachterrasse gehen. Ganz kurz gegen das Licht, danach drehen wir uns wieder um. Ja, hier haben wir unsere Tischtennisplatte Geil. Gestellt. Komm, schnell eine Runde. Okay, warte. Oh Gott, wie soll ich jetzt starten mit einer Hand? Der Tischtennis ist geil. Komm! Nee! Nee, komm! Bibi! Komm! Lass gut sein! Lass gut sein! Also wirklich. Besonders schön hier oben finde, ist, dass wir komplett einmal umhüllt von diesen Eisenvorhängen sind, die auch sonst an den Fenstern überall vorhängen. Und das heißt, man ist so irgendwie privat. Also, die finde ich furchtbar hässlich. Die finde ich ja richtig hässlich. Und also jetzt die Dinger hier, jetzt nicht die arme Bibi. Nee, Bibi, das meine ich nicht. Die Vorhänge finde ich jetzt nicht schön. Ich find's nice, echt. Aber trotzdem so im Freien, genau. Ne? Fühl ich gar nicht. Hin ist halt alles auf und man kann die Sonne genießen. Da haben wir hier so eine genießen, ne? Kennt ihr die Mädels, die immer noch so ein Vokal immer dranhängen? Das ist mit Ruhe, ne? Genießen, ne? Wo man dann hier einfach oben auch nochmal die Möglichkeit hat, sich ganz gemütlich hinzuchillen und Zeit zu verbringen. Das war jetzt unser Hinkenberg, ne? Erdgeschoss, unsere erste und zweite Etage und dann fehlt jetzt noch der Keller, ne? Genau. Daher den Keller. Jetzt sind wir wieder hier im Erdgeschoss. Die Bumshöhle. Und jetzt gehen wir hier den Flur mal rum. Na klar. Das hat man eben noch gar nicht gesehen. Oh, Spaß. Und hier haben wir so eine Wickelkommode uns noch hingestellt. Hundekörbchen. Damit wir nicht jedes Mal hochrennen müssen. Jetzt können wir hier in den Keller gehen. Oh, was haben wir denn im Keller? Ich bin ein bisschen aufgelegt. Warum? Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, das ist der Sexkeller oder was? Super unnötig. Da werden wir nicht reingehen, das ist einfach nur ein Technikraum, wo alles drin verstaut ist. Nicht sehenswert. Nicht sehenswert, Freunde. Schon klar, Freunde. Und jetzt können wir hier. Der Technikraum. Wir verstehen uns. Ein bisschen kleiner Gang. Ja, natürlich. Da haben wir, wie gesagt, auch ganz viel Stauraum. Hier, ich kann euch das auch mal aufmachen. Hier auf der Seite haben wir. Ey, ich würde gerne mal wissen, was das da ist! Und was befindet sich in Videomaterial in diesem Raum, Bianca? Dieses Zimmer haben wir euch noch nie gezeigt. Oh. Das ist jetzt eine absolute Premiere.
Ja, Gerald. Tada! Ach du Scheiße, eine Bar. Hier haben wir uns ein Boah, ey, ich finde, das sieht so kalt aus da drin. Mach doch mal irgendwie einen schönen Perserteppich rein. Das ist doch, wie soll man sich da wohlfühlen, Alter? Das ist wie Billardwochenende in der Psychiatrie. Das ist wie Freizeitraum. Nee, finde ich nicht schön. Da haben wir uns eine Bar. Ich würde hier irgendwie schön roten Samt an die Wände machen oder irgendwas Geiles. So irgendwas. Weil vielleicht seht ihr, also ich kann ja noch kurz auf so ein paar Einzelheiten eingehen. Ja, mach mal. Aha. Boah, das wird Monte gefallen. Das muss man Monte mal zeigen. Ich habe einen Spiegel, oder hier, und auch hier in der Bar, in der Theke haben wir auch dieses indirekte Licht. Und man kann das jetzt auch komplett dimmen und man kann auch die Farbe ändern. Ja. Also hier ist, glaube ich, alles. Okay, das könnte nochmal den Mood vom Raum so ein bisschen ändern. Aber ich würde da trotzdem einen geilen Teppich reinlegen, Alter. Mhm. Cafés und so. Und der Juli ist immer fleißig die ganzen Getränkekarten lang gegangen, hat sich mit den Barkeepern unterhalten. Das ist echt eine große Leidenschaft von Julian geworden. Cocktails nicht. Sich einfach gnadenlos zu betrinken, ist aber eine große Leidenschaft von mir. Sich da auch auszuprobieren, eigene Rezepte zu kreieren und so. So, und hier haben wir. Julian, wir können es so sagen, Julian säuft einfach gerne so. Julian trinkt einfach furchtbar viel gerne. Okay. Um Gottes Willen, mir blüht ganz schlimm ist gleich. Digga, das war auch legit gut. Meine Herren! Echt? Achso, und hier haben wir noch, das haben wir glaube ich gar nicht gezeigt, ne? Hier haben wir noch so eine kleine Arbeitsfläche, wo man ein paar Sachen verstauen kann. Ja. Ja, ich weiß nicht, soll ich die Tür, ich lasse die Tür mal auf. Lass auf! Ich habe euch ja auch eigentlich schon mal gezeigt. Das ist unser Poolraum. Ach, der Poolraum! Ja, wegen dem Pool, natürlich, klar. Julian. Ja, hier ist mega. Jetzt, wenn du schon so rumstehst, ihr seht, wir haben ja auch, obwohl wir im Keller sind, großes Fenster mit Tageslicht. Das finde ich auch richtig schön. Und ich sehe im Vordergrund irgendein Perverse hier runtergerutscht. Irgend so ein Bildredakteur so stolpert hier runter und chillst da mit deiner Ollen. Und man kann das auch komplett öffnen. Ah, jetzt ist endlich das. Ah, jetzt hat er mich. Na klar. Muss mal Chlor, ne? Muss ab. Ja, aber also ja, sicher. Klar doch. Und dann hier haben wir so eine große Sitzlounge, wo man sich dann auch einfach hinstellen kann. Es ist auf jeden Fall krass, wie schnell Freunde sich plötzlich hier so eine Badehose hinlegen. Ich glaube, die ist vom Kenny. Die da drunter ist, glaube ich, von Pascal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Von Passi. Ratzfatz, da liegen hier die Badehosen. Ja, ist jetzt die Frage. Wir haben alles gezeigt, oder? Digga. Was, not. Was ich persönlich halt richtig cool finde oder was mir am besten gefällt, ist es halt so diese Kopf. Digga, das sieht aus, dieses hier, das Ding sieht aus wie vom Cybertruck irgendwie, aus dem Cybertruck geschnitzt, Alter. Aus Bar und Pool, dass man so mit dem Cocktail mal eben. Also ist schon cool so, aber. Ja, I don't know. Es ist schon ein Traum. Wir sind sehr, sehr glücklich in diesem Haus. Wir haben wirklich. Du, ich sag mal, Bibi, ich wäre sauer, wenn du nicht glücklich wärst. Da hast du viel Geld für ausgegeben jetzt. Ist doch krass, ja, safe. Sehr dankbar auch dafür, dass wir das alles haben und wissen das wirklich sehr zu schätzen. Das stimmt. Das wollte ich vielleicht zum Abschluss nochmal sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir alles und sind überglücklich, dass wir auch durch dieses Haus die Möglichkeit haben, unsere Familie oft zusammenzubringen. Das geil. Oder hatten wir vorher auch nicht so oft. Man trifft sich halt auch einfach viel öfter, ne? Wir haben uns oft. Ey, ist doch cool, Mann. Bierteig ist doch cool. Früher gar nicht so oft mit der Familie getroffen oder halt nicht so regelmäßig wie jetzt. Und jetzt ruft man beide Familien einfach zusammen und dann. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, euch zu zeigen. Wir waren auf jeden Fall in jedem Raum und jetzt wisst ihr auch mal, wie das Ganze zusammenhängt. Geh Setups checken danach. Kannst du noch zeigen.
falls ihr euch fragt wegen Kindersicherung oder so, wir können das abdecken und dann kann da auch keiner rein. Warte, was ist das denn? Ich würde sagen, ne, wenn euch die Minute schon gefallen hat und ihr euch darauf gefreut habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls wir jetzt irgendwas vergessen haben zu erzählen oder zu erwähnen oder zu zeigen, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ich glaube nicht. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Wir freuen uns.